Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Schaut mal, wo wir uns gerade befinden. Hier ein bisschen südlich vom Kloster Sotvelle, wo wir in der letzten Folge den Überfall gemacht haben. Und hier sind wir auf dem Berg bei Cair Nevudu. Genau, und da wollen wir uns einmal umschauen. Denn hier gibt es irgendwas komisches, steiniges. Und ich mache es so, wie angepriesen, dass ich euch jetzt die Sachen zeige, wo sie sind. Und dass ich euch ansonsten... Trau dich nur. Versuche selbst. Die Sachen erspare. Komm. Stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. Ja. So hoch oben war ich noch nie. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja. Stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit in eine Gestalt, die du magst. Hey, das wollte ich gar nicht. Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Und E neigen. Also, okay. Wieso hat sich das Ding denn jetzt verschoben? Das würde mich interessieren. Verdammt. Verdammt. Okay. Ich verstehe, warum alle Leute die Steinrätsel hassen. So, halte Dings zum Überprüfen. Haha, Steinmännchen abgeschlossen. Cair Nevudu. Ein weiteres Rätsel gelöst. Und eine kleine Erinnerung an damals. Und ein Fertigkeitenpunkt gibt es oben drauf hier. Das finde ich gut. Schön. So, ein Fertigkeitenpunkt für uns. Ich weiß zwar noch nicht, was ich haben will. Komm, nehmen wir das hier. Flop. Was haben wir hier freigeschalten? Die Meuchlerlist. Ach ja, nö, das braucht man nicht unbedingt. Gut, das wär's für gerade. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten. Ich pausiere die Aufnahme. Bis gleich. So, next one ist ein Artefakt. Hier direkt östlich davon. Wir wollen mal schauen. Hier haben wir wahrscheinlich einen Hinweis darauf. Arbeitsanweisung. Von morgen an werde ich diese Ruinen nach Sonnenuntergang untersuchen. Die sengende Sonne erschwert mein Vorankommen. Ich brauche Fackeln, um meinen Weg zu beleuchten und Ölfässer zum Nachfüllen. Holt welche mit einem Karren, aber gebt Acht, wo ihr ihn abstellt. Wenn ihr etwas verschüttet, könnte alles in Flammen aufgehen. Okay, wir müssen schauen, wo ist Öl. Holt welche mit einem Karren, hieß es. Okay, wir müssen hier irgendetwas zum Einsturz bringen. Und dafür brauchen wir Explosiva, die es hier oben gibt. Praktisch. Komm, gib her, was das ist. So, einmal da runter. Flop. Vielen Dank. Und was gibt's hier? Was war das? Ich hab's nicht eingesammelt, weil ich brenne. Noch ein römisches Artefakt. Okay. Oh Gott, Ivo ist ein ganz kleines bisschen schrumpelig. Also, brutzelig. Gut, das wäre das gewesen. Und wir sehen uns beim nächsten. So, weiter geht's hier. Wir sind hier so ein bisschen weiter südlich beim nächsten Rätsel. Und genau, hierfür hatte ich schon durch dieses Ding einen Schlüssel erspäht, den wir direkt mitnehmen natürlich. Und dann schauen wir doch mal, wie wir den Leuten da helfen können, nachdem ich die Pilze da hinten gefressen habe, weil ich gerade mal auf unsere Lebenspunkte geschaut habe. Die sind nicht mehr ganz so frisch gewesen. Gut, wie kommen wir denn da rein? So kommen wir da rein. Hallo. Na, alles gut? Oh, ein Opal. Nett, nehme ich mit. Hier, plündern. Hier haben wir einen Zettel. Wir brechen im Schutze der Nacht auf.
Äbtissin Edgyths Tagebuch. Wir sind den Wachen zu ihrem Lager gefolgt. Sie haben meinen Stab und ich habe einen Plan, um ihn zurückzuerlangen. Ich hoffe nur, dass ich die Stimmen des Zweifels in meinem Kopf beschwichtigen kann. Einerseits fürchte ich, dass ich meine Schwestern in große Gefahr bringe. Andererseits scheint es mir, als könne dies ebenso gut eine Prüfung für uns sein. Das wird sich bald zeigen. Das ist die Schwester, nehme ich an. Die Äbtissin. Wisst ihr nicht, dass es verboten ist, in Gottes Haus so zu tuscheln? Nimm, was du willst, Heidin. Aber lass uns in Ruhe. Du musst die Äbtissin sein. Warum versteckt ihr euch in einer verfallenen Kirche? Wir verstecken uns nicht. Wir wollen diesem Schier in diesem unheiligen Krieg den Rücken kehren. Aber in der Eile habe ich meinen Stab verloren. Er ist den Wachen in einem Lager unweit von hier in die Hände gefallen. Ohne ihn werde ich nicht gehen. Ein gewagtes Unterfangen für drei christliche Schwestern. Was ist euer Plan? Wollt ihr sie mit Bibelzitaten langweilen, bis sie ihn freiwillig rausrücken? Ängstige dich nicht und verzage nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehen magst. Das könnte klappen. Aber besser wäre es, ich hole den Stab zurück. Du würdest uns helfen? Mercische Soldaten sind eine gute Leibesübung. Und eure Lage lässt mich nicht kalt. Zeigt mir den Weg. Ich kann mir vorstellen, wo es ist. Ich kann es mir halt wirklich vorstellen, weil ich von da komme, weil da ein kleines Ding war. Ein kleiner Schatz. Nämlich das Ding da unten. Also wenn es das wirklich ist, ne? Also, wie gesagt, ich komme gerade von da. Diesen kleinen Schatz, den habe ich euch nun mal... Diesen Wachen entgeht nichts. Ja, das habe ich euch vorenthalten. Ich gebe es zu, aber ganz ehrlich. Wen interessieren schon kleine Stäbe? Hä? Manno. Flupp. Komm, dann halt in den Bauch. Und peng. Bin so doof dafür. Ey. Flupp. Nein. Ich habe keine Lebenspunkte mehr. Keine Ausdauerpunkte mehr. Okay, einen Moment. Aua. Was ist denn jetzt mit denen da? Erstmal den weg. Also, ganz ehrlich. Gott verfluche solche. Ganz ehrlich, Freunde, ich bin kein Freund davon. Vom zweiwaffigen Kampf, ich kann es nicht. Bin dafür zu doof. Das ist mir zu umständlich. Und ich habe meine Tastatur wieder umgestellt. Du bist aber auch ein Arsch, ey. Würde es nicht wundern, wenn du den Stab hast. Au. Hattest du den Stab? Ja, du hattest den Stab. Oh, was habe ich gemacht? Zeig es mir. Wollte ich doch gar nicht. So. Stäbchen ist wieder bei uns und ich rüste das Ding wieder ab. Es tut mir leid. Ich kann damit nicht umgehen. Ich bin zu doof dafür. Ich bin einfach zu doof dafür. Tempo. Leichter Schaden wird für... das gefällt mir. Leichte Schadenserhöhung ist immer gut. So. Dann bringen wir mal den Stab zurück. Und dann haben wir dieses Rätsel auch abgeschlossen. Geht schneller so, als wenn... wir den Weg auch noch immer drauf haben in der Folge, hä? Oh, hi. Was macht ihr denn hier draußen? Wie lange seid ihr schon auf der Flucht? Es müssen Wochen sein. Wir hatten keinen Plan, keine Hilfe. Wir wussten nur, dass wir aus Legrakester fliehen müssen. Ob nun Burgred auf dem Thron sitzt oder einer von euch, es wäre gleichwohl ein gottloser König. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ernsthaft? Jetzt führt ihr uns echt noch zu dem Lager hier, obwohl wir ihren Stab schon haben. Wir haben deinen Stab schon, Mädel. Das ist das Lager. Einer von denen hat meinen Stab. Der Stab. Ich habe ihn. Los! Nichts wie runter zum Fluss! Was? Ich habe noch nie Schwestern wie euch gesehen, die mit bloßen Fäusten bewaffnete Männer angreifen. Du
Durch ihn, der mich stark macht, vermag ich alles. Wir Christen nehmen so etwas problemlos selbst in die Hände. Warum müssen wir jetzt runter zum Fluss? Können wir dir nicht einfach den Stab geben und dann ist fertig? Lincoln ist hier auf der anderen Seite. Oh, Pfeile. Blub, blub, blub. Euch geht's gut, oder? Also, meine nur. Nicht, dass jemand einen Pfeil von euch im Nacken hat. Oder sonstiges. Boah, Leute, seid ihr jetzt langsam mal fertig? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Da rennen sogar die Eichhörnchen schon quer durch die Gegend. Ey, Wolfies. Jetzt habe ich alles gesehen. Ja, ja doch, ich verstehe schon. Du bist auch noch da, ne? Ja, du bist auch noch da. Hier sind keine Wölfe mehr. Okay. Das ist weit genug. Schwestern, versammelt euch. Beten wir zu unserem Herrn und danken ihm, dass er über uns gewacht hat. Mhm. Hier, dein Stab. Der Herr sandte mir eine Hirtin, um mir zu helfen, meine Herde zu hüten. Danke. Das hättest du nicht tun müssen. Das stimmt wohl. Ihr wärt vermutlich auch ohne mich zurechtgekommen. Nach dem heutigen Tag sehe ich christliche Schwestern in einem völlig neuen Licht. Ich werde Heiden von nun an auch mit anderen Augen sehen. Leb wohl. Leb wohl. Weltereignis abgeschlossen, Schwestern der Axt. Gut, das wäre das nächste Rätsel. Oh Gott, das ist gruselig. Warum steht die Frau in uns? Ich bin schon rausgetappt zum Aufnahmepausieren. Denn wir sehen uns gleich beim nächsten Ding wieder. So, weiter geht's. Und zwar sind wir hier bei diesem Schatz, der unter dem Ding hier liegt. Unter diesem Gebilde hier. Wir sind in Lacrachester, wie man hier sehen kann. Deswegen hat sie auch ihre Kapuze wieder aufgezogen. Und um an den Schatz zu kommen, müssen wir scheinbar hier runter. Ich bin noch nicht bis ganz zum Ende gelaufen. Aber wenn ich hier so scanne, sieht das doch ganz, ganz ordentlich aus. Sagte er. Und es stimmte allerdings nicht. Tja, der Versuch war gut. Ich sollte mich, glaube ich, nach dem richtigen Eingang umsehen. Ja, ich guck da mal weiter. Das müsst ihr nicht mit ansehen. So, einen Moment. So, hier sind wir auf jeden Fall an einem anderen Eingang. Ist auch als dieses Ding hier gekennzeichnet. Also nicht wirklich unauffällig. Die Frage ist nur, kommen wir da nur zu dem Artefakt? Was ich eher nämlich schätze. Oder kommen wir womöglich auch zu dem anderen? Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall ist da das Artefakt. Hallo, Artefakt. Gib mal her. Dankeschön. Da haben wir hier sonst noch irgendwas. Ah, hier geht's noch entlang. Fähigkeitenpunkte für uns. Und ein römisches Artefakt haben wir wieder eingesammelt. Ja, ich frage mich trotzdem noch. Das Traunsgebiet, ja, logisch. Ich frage mich trotzdem noch, wo wir dann an den Schatz kommen. Aber jetzt habe ich euch zumindest schon mal das Artefakt gezeigt. Den Schatz finde ich hoffentlich jetzt. So, Leute, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Und zwar, das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Und zwar ist das hier ein Assassinenversteck, von dem uns erzählt wurde. Nachdem ich hier nach oben geklettert bin, wurde mir auch das Bruderschaftshaus Rathae freigeschaltet. Das führte mich dann hier rüben hin, wo wir dieses Ding schon mal losschießen können, um damit eine bröselige Wand kaputt zu machen. Obwohl das Versteck da oben ist, ne, aber trotzdem hat mir dieses Ding den Weg gewiesen. Oh, und jetzt sind wir hier unten drin und werden hier jetzt hoffentlich auch das Ding bekommen. Das, worauf ich aus war. Da sind die Assassinen-Symbole. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch hier drin. Hier haben wir die Kiste. Handschuhe der Verborgenen. Okay, dann schauen wir mal, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Irgendwas Interessantes für uns.
eine Kodexseite, der Magas Kodex, Seite 4. Und Grundsatz 3, haltet eure Klingen vom Fleisch Unschuldiger fern. Nur jene mit reger Bosheit im Herzen brauchen eine Antwort auf ihre Grausamkeit. Die unfreiwilligen Handlanger des Bösen und die Zuschauer, gefangen in ihrem Gefolge, verdienen nicht die Härte unseres Stahls. Das ist der Erlass der Verborgenen. Drei Grundsätze zusammen mit dem Credo, die unseren Pfad in die Zukunft definieren. Nur sie und nichts anderes. Und uns selbst weiteres aufzubürden, würde unsere Entschlossenheit nur verwässern. Nun ergriff Magas erneut das Wort, diesmal voller Inbrunst. Doch wenn nichts wahr ist, wie können wir dann eine solche Einschränkung rechtfertigen? Sollten wir nicht frei sein, unser Ziel zu verfolgen, auf welche Art und Weise wir es für richtig halten? Empfindest du das als eine fatale Ironie? Fragte die Frau. Ich stelle lediglich den Widerspruch in Frage, erwiderte Magas. Von welcher Autorität leiten sich diese Grundsätze ab? Wir sind die Verborgenen, ein Titel, den wir uns selbst gaben. So wie wir uns selbst ein Ziel setzten. Die physische und spirituelle Befreiung der Menschen. Das alles sind von uns selbst aufgestellte Ambitionen. Um sie zu erreichen, haben wir Gesetze, die uns leiten. Es liegt keine Magie in diesen Worten, kein Appell an eine höhere Autorität. Wir folgen ihnen nur, weil sie uns helfen, das zu erreichen, was wir selbst definiert haben. Diese Gesetze erlauben uns fortzubestehen. Die Wirksamkeit jedes Grundsatzes muss nach dem Ergebnis seiner Praxis beurteilt werden. Die Frau schwieg eine Weile, dann schaute sie zum Meister Harkor und schließlich wieder zu uns. So soll es sein und schriftlich festgehalten werden. Dies sind die Schlussfolgerungen der letzten Synode der Verborgenen. Es wird keine weitere geben. Heute fällt der Schatten, jetzt und für alle Zeiten, um uns auf ewig zu verbergen. Lasst uns unsere Arbeit nun in der Dunkelheit fortführen. Hier haben wir noch Anordnung zum Rückzug. Kavete. Brüder und Schwestern, ich übersende euch traurige Nachrichten. Nach dem Tod von Imperator Honorius ist nun jegliche Hoffnung auf Stabilität und Gleichgewicht in Britannia verloren. Es ist an der Zeit, diese Küste zu verlassen und uns dort neu zu sammeln, wo wir am dringendsten gebraucht werden. Seit dem Abzug der letzten Legion des Imperiums von dieser Insel vor einem Jahrhundert haben die hiesigen Stämme und Clans sich sofort daran gemacht, die entstandenen Breschen zu füllen. Und nur wenige, wenn überhaupt, haben etwas für unsere Bruderschaft übrig. Ich fürchte, dass unsere Arbeit in diesem Land missverstanden wurde, doch den Zeitpunkt für diese Eindrücke zurechtzurücken haben wir lange verpasst. Alle im Einsatz befindlichen Verborgenen werden hiermit aufgerufen, dieses Land zu verlassen. Alle, die unsere große Arbeit fortführen wollen, sollen sich zu unserem Haus in Colonia begeben und werden dort willkommen geheißen. Magister Vitus, operare in tenebris ut luminis servias. Was haben wir hier noch? Auftrag der Verborgenen. Genus Pacti, Kundschafter. Imperator Aurelius ist auf unseren Vorschlag eingegangen. Im Austausch für ein Ende der Feindseligkeiten im Norden sind die Römer bereit, vom Antoniuswall abzurücken. Imperator Aurelius ist als verlässlicher Handelspartner bekannt, dennoch müssen wir diesen Truppenabzug selbst bezeugen, um Gewissheit zu haben. Entsendet einen vom Rang des Magisters, um darüber zu wachen, dass die Vereinbarung aufs Wort genau eingehalten wird. Contrahit, Magister Egan. Status, erfolgreich. Truppen vollständig abgezogen. Vertrag durchgesetzt. Oh, sorry. Das war eine schlechte Idee, glaube ich, mit der Fackel, oder? Hier, das alte Hauptquartier abfackeln. Ich habe schon mal von besseren Ideen gehört, jedenfalls. So. Hier alles noch ein bisschen einstecken. Wenn wir es haben, hat es kein anderer. Sehr schön. Und jetzt dieses Ding hier loswerden. Und wieder nach draußen. Jupp, das wäre das gewesen. Das hier ist der Ausgang, den ich fälschlicherweise für einen Eingang gehalten habe. Damit sehen wir uns gleich wieder bei dem nächsten etwas. So, das nächste Spiel geht los. Und zwar dieses Mal Trinken. Du siehst durstig aus wie ein Fisch überm Feuer. Du gewinnst, total. Wenn du das schneller herunterkippst als ich. Ja, dann machen wir das. Lass mich dein Silber glänzen sehen. Ja? Ja, hier, gucke. Du gehst gleich aufs Ganze, was? Oh ja. Mach dich bereit. Wir sind bereit. Prost. Genau das habe ich mich gefragt, ob sie hier auch Trinkfragen oder doch Skull. Fragen? Sagen. Trinkst du etwa schon? So, Runde 2. Langsam wird es ein bisschen lustig hier. Ich könnte langsam anfangen mit Schwanken, habe ich im Gefühl.
Zu stark für dich? Ja, doch nicht. Doch nicht. Alles gut. Jetzt schwankt's, glaube ich, gleich. Es ist nicht so stark wie der Mate, den wir zu Hause haben. Eindeutig nicht so stark wie der Mate von zu Hause, aber es gibt noch ein viertes Horn. Ja. Bloß nicht auskippen. So, Wetttrinken gewonnen. Oh ja. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt zu diesem Artefakt und jetzt nehme ich euch mit, weil das einfach nur 100 Meter sind und dann seht ihr wenigstens noch, wie schön wir besoffen sein können. Ist es nicht toll, besoffen durch eine Stadt zu gehen, in der man sich sowieso schon unauffällig verhalten muss? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dabei besoffen zu sein. Und vor allem jetzt noch über die Dächer hüpfen zu müssen, weil es wieder ein Tattoo-Entwurf ist, das Artefakt, was wir hier haben. So, wo gehst du lang? Du gehst da lang. Dann rennen wir dem mal hinterher. Na los, da entlang. Schneller, Ivor. Ich weiß, du bist strunzend dicht, aber trotzdem musst du dich ein bisschen beeilen. Ja, geht langsam wieder. Geht langsam wieder. Hallo. So, hier können wir mit jemandem reden. Oh, da drüben. Ich hoffe, es despawnt nicht. Weil ich habe gelernt, wenn man sich nicht genug beeilt, despawnt die Teile. Ja. Wir haben es noch. Gott sei Dank. Gut. Einmal da rein. Und dann gehen wir zu der Quest. Weil das auch nur 150 Meter sind. Das mache ich auch schnell zu Fuß. Und ohne euch wieder auszuknipsen. Das lohnt sich nicht. Die 20 Sekunden, die wir da einsparen, die können wir auch mal benutzen, ne? So. Hier schön. Und hier unten haben wir es. Wir müssen hier rein, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich glaube, wir müssen da rein. Keine Ahnung. Steht nicht da. Eier? Bist du taub? Was ist? Wie war das? Du hast mich gehört. Ich brauche Eier. Schlangeneier. Die kleinen Scheißer gehen einfach nicht weg. Das Land ist mein Land. Ich war zuerst hier. Also wie gesagt, bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen. Schlangen ärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Aber das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung? Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohne ich dich. Okay. Schlangeier. Wenn wir Schlangen, die werden doch sicher Eier haben. Habt ihr Eier? Schlangei, Schlangei, Schlangei. Sehr schön. Hier auch noch Eier holen. Hier auch noch Eier holen. Oh, wir müssen erstmal nach oben. Hi, Schlangi. Mach's gut, Schlangi. Tür verschlossen. Finde einen Schlüssel. Ach, das ist nur eine Kiste dahinter. Schlüssel ist da oben. Okay, ich gebe erstmal die Eier ab. Vielleicht reichen die ja schon. Die wir haben. Bitteschön. Ja, oh, mehr. Mehr Schlangeneier. Mehr Schlangeier? Drei? Das ist schon viel besser. Das wird langsam. Ja, ich spüre es. Mehr Eier, mehr. Das ist gruselig. Kehre mit 4 Schlangeneiern zurück. Das ist fucking gruselig, die Olle. Okay. Dann holen wir uns mal den Schlüssel. Und dann schauen wir. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein paar Schlangis. Schlangeneier. Irgendjemand hat den Schlüssel bei sich. Ah, ach ja, das ist der laufende Schlüssel. Ja gut, nee, das können wir vergessen. Das können wir vergessen.
Den kriegen wir so schnell nicht. Ne, Schlangis? Ihr auch? Hört auch auf die Fresse. Schlangenei. So, schön Schlangenei gesammelt. Ich hoffe, jetzt haben wir genug. Schlangenei, Schlangenei. Nette Menschen essen gerne Schlangenei. Naja, und die komische Olle hier auch. Hier, vier Stück. Scheiße. Wie kann man denn nur so einen Schlangeneifurz machen? Boah. Oh, ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Wind? Nein, das war eklig. Er war umwerfend. Wortwörtlich. Okay, das haben wir geschafft. Der Stinktrank. Köstlich. Ein weiteres Rätsel ist allerdings geschafft. Und jetzt suchen wir mal oben auf dem Radar Kloakenschlüssel. Oh, dann ist das da oben ein anderer Schlüssel. So viel dazu. Ich wollte gerade die Aufnahme eigentlich pausieren. Aber dann werden wir jetzt mal hier durchgehen. Genau. Flop. Aufschließen. Und das ist wohl unsers. Und das da ist auch unsers. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir die Dinger. Dann ist es jetzt wirklich an der Zeit für Pause. Und wir gucken jetzt mal, dass wir das nächste Artefakt... Nee, nicht Artefakt, sondern den nächsten Schatz kriegen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Allerdings nicht bei diesem Ding. Sondern hier so. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, kann gut sein. Allerdings nicht gut genug. Denn ich will den Schlüssel haben. Ich weiß nicht, für was er ist. Aber wenn wir ihn schon mal haben, dann haben wir ihn. Egal, wann wir ihn brauchen. Und genau deswegen bin ich hier. So, außerdem gibt es hier noch eine Kiste. Truhenschlüssel. Ach, war das für diese Truhe da? Das ist ja fast ein bisschen langweilig, wenn das wirklich der war. Na gut, ich muss jetzt hier nur irgendwie wieder rauskommen. Nee, das ist jetzt nicht das Schwierigste. Dann mache ich einfach mal das hier. Und dann das da. Oh, so viel dazu. Ich erwartet kein Paradies. Doch. Valhall, dachte ich. Oder nicht? Finde ich doof, wenn mich das nicht erwarten würde. Na gut. Jo, das war das. Der Schlüssel gehört uns und wir holen uns jetzt wirklich den Schatz. Okay, Freunde, da bin ich auch schon wieder zurück. Und dieses Ding zu finden ist ein wenig kniffliger. Denn, ich meine, wir standen hier sogar schon mal. Das ist hier irgendwo drunter. Und ich habe gerade alles Mögliche abgesucht. Und schlussendlich bin ich in diesem Häuschen hier fündig geworden. Erstmal wird es gleich wieder auf Sperrgebiet umswitchen. Genau, da haben wir Sperrgebiet, nicht nur Misttrauensgebiet. Da habe ich schon ein paar Leute gekillt. Der eine steht davor. Jedenfalls, hier ist eine Tür. Die ist normalerweise abgeschlossen. Geht man hier oben lang, kann man dann hier einmal mit der Axt Holz zerdeppern. Kommt man dann da rein, kann von hier den Riegel aufschießen und kommt hier in den Keller, wo wir dann hoffentlich direkt die Truhe haben. Skardis Zorn. Oh ja, das gefällt mir. Gut. Habe ich ausnahmsweise auch tatsächlich mal alleine hinbekommen. Ja, ihr mögt es kaum für möglich halten, dass ich solche Sachen alleine hinkriege. Genau. Und dann sehen wir uns bei... Warte, ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Das Ding hier unten ist es gewesen. Genau. Und dann sehen wir uns gleich bei dem nächsten Ding wieder. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber irgendeins wird es schon sicher sein. Gut. Nee. Nicht so, sondern so. Ich hätte fast auf Aufnahmen stoppen gedrückt, dann hätte ich das zusammenschneiden müssen, das wäre mühseliger gewesen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind hier oben. Und hier habe ich ein Opferaltar von Kernelega. Wir brauchen Hasenpfoten. Ich weiß gar nicht, ob wir Hasenpfoten haben. Sonst kann ich da gleich welche reinpacken. Gabe dreimal Hasenpfote mit Opfergabe zurückkehren.
Lesen. Opfergabe eines Dänen. Etwas Heftiges hat mein Sohn übernommen. Er hat seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Er schläft nicht, denn er zittert in der Nacht vor lauter Tränen, die er vergießt. Eine solche Krankheit habe ich noch nie gesehen. Also muss es ein Fluch sein. Und ich fürchte, dass er ihn ins Grab bringen wird. Ich biete den Göttern das Blut meines Pferdes als Opfergabe dar und hoffe, dass es sie zufriedenstellt. Denn nur ihre Kraft kann meinen Sohn retten. Okay, nur ihre Kraft. Dann hoffe ich, dass wir hier bald Hasen finden. Und wir kehren zurück, wenn ich Hasen gefunden habe. Da sehe ich doch einen Hasen, oder? Nee, das ist ein Fuchs. Aber davor sind Hasen. Ja, da sind Hasen. Da sind eindeutig Hoppelmänner mit drin. Hoppelmann! Nummer 1. Und die anderen Hoppelmänner stieben auseinander. Aber das ist kein Problem. Wir kriegen die trotzdem. So. Aber keine Hasenpfote? Okay, ich sollte das doch machen, wenn... wir sehen uns doch wieder, wenn ich alle gesammelt habe. Das dauert mir sonst zu lang für euch. Bis gleich. Leute, ihr wollt nicht wissen, wie viel Genozid ich gerade an Hasen ausüben musste. Meine Fresse. Ich wusste gar nicht, dass Hasen so wenige Pfoten haben. Aber jedenfalls haben wir jetzt 3 Stück, aber auch gerade so. Und jetzt können wir die hier opfern. Opferaltar abgeschlossen. Der von Kerneleger. So, ein Rätsel gelöst. Und ein Fähigkeitenpunkt für uns, was sehr schön ist, weil jetzt müssen wir 5 Stück haben, genau. Krasses Ding, ey. So, das hier könnten wir machen, ne? Sturz abfangen ist immer gut. Automatisch plündern, ach, das können wir auch mitnehmen. Komm, da gehen wir doch mal dahin. So, Weg des Raben. Ach, das ist jetzt so ein großer, ne, so ein großer Weg ist das gar nicht. 1, 2, 3, nächstes Level haben wir das. Und dann noch... 1, 2 Level, dann haben wir das. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Und hier haben wir noch ein letztes Sternbild, glaube ich. Na gut. Fertigkeiten haben wir hier auch eher was Neues gehabt irgendwann mal. Was ist es denn? Was ist es denn? Durchschlagender Schuss. Schieße einen Pfeil mit genug Kraft ab, um beinahe alle Hindernisse zu zerschlagen. Oh, cool. Ausprobieren können wir es mal. Vielleicht, wobei ich nicht dran glaube, ehrlich gesagt, aber vielleicht hilft das ja auch, wenn man Türriegel kaputt machen muss oder so. Jedenfalls, wir gehen jetzt zum nächsten Ding. Bis gleich. So, vor dem Lager mit dem Schatz kann nur eins bedeuten, nämlich, dass da mal wieder der Anführer was hat. Und das kann nur bedeuten, dass ich hier durch will, aber hier nicht durchkomme. Warum komme ich denn da nicht durch? Muss ich jetzt echt hier rüber hüpfen? Okay, dann gehe ich halt über die Steine. Mir ist es auch wurscht. So. Einmal das. Tschüss. Ciao. Bin gar nicht da. Bin gar nicht da. Oh, vielleicht bin ich ja doch da. Na gut, vielleicht hast du uns entdeckt. Von mir aus hast du uns entdeckt. Oh, wartet mal kurz, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich mach noch kurz Äxte. Ich glaube, ihr habt da nichts gegen. Und wenn doch, ist es euer Pech. Er ist ein ganz normaler Mörder. Okay. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Tschüss! Oh, schön auch noch. Oh, das war bösartig. Wo hatten wir da eigentlich das Messer gerade her? Naja, egal. Wir haben das Ding, was wir brauchten. Und hier war irgendwo noch... Ja, genau, da ist sie doch. Die Kiste vor lauter Kisten nicht gesehen. Gut, Kohlebarren gehört uns. Dann geht's jetzt zum nächsten Ding.
So, Leute, wir sind wieder da. Und zwar ein Artefakt aus der Festung, wo wir auch schon die Schnellreise freigeschaltet haben. Weshalb das Ganze hier ein bisschen ungünstig ist für uns, weil wir hier runterhüppeln müssen und uns wieder 1000 Leute verfolgen. Aber, okay. Okay, wir müssen also nach da oben und dann runterhüpfen, um das Tattoo zu aktivieren. Ich verstehe, dann machen wir das doch einfach mal. Ne, Kollege, das machen wir doch mal. Hilfst du mir? Ja? Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du bist einfach zu nichts zu gebrauchen. Hier, leg dich hin. Du bist auch zu nichts zu gebrauchen. Verschwinde. Flop. Haben wir es losgeschickt? Wo ist es jetzt unterwegs? Ich sehe es nicht. Haben wir es eingesammelt? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, ich bin ehrlich. Ich glaube, wir haben es nicht eingesammelt. Nein, es ist noch da. Wir haben es nicht eingesammelt, aber es ist auch weggeflogen, aber ich hab nicht gesehen, wohin. Wahrscheinlich da über die Steine, über die Bäume drüber. Wir warten, bis es respawnt. Und dann machen wir das. Dann holen wir uns das. Ich hab's nicht mitbekommen, wo es war. Ja, die komische Festung. Wir haben hier doch eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben hier sogar schon Schlüssel, den wir eigentlich gar nicht hätten haben dürfen. Wir waren in dem Ding drin. Die Leute respawnen alle 5-mal. Na, was mit dir? Mach's gut. Ist jetzt erstmal safe. Für den Moment zumindest, ja. Okay, da ist es wieder. Dann wollen wir doch mal gucken, wo das Tattoo hingeht. Da zieht es lang. Verdammte Scheiße, jetzt ist mir runtergefallen. Da oben drauf. Dann da drüber. Da sieht man es noch ein bisschen. Ganz leicht. Wo ist es hin? Ich sehe es nicht. Boah, wo ist dieses scheiß Tattoo hin? Einmal quer durch die Festung durch. Wie kann man denn nur so scheiße sein? Ehrlich. Na gut. Wir probieren es nochmal, ne? Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann probiere ich es offscreen. Bis wir es haben. Und dann seht ihr, was es ist, wenn ich es dann habe. Das größte Problem ist, glaube ich, dass man immer wieder hierher zurückrennen muss. Weil das einfach nervig ist. So, da ist es wieder. Hui! Flüchte, Tattoo! Sie hüpft schon wieder nur gerade runter. Die will nicht auf dieses Ding drauf. Okay, aber wir wissen ja, dass es hier lang geht. Wir wissen es ja. Das heißt, wir können hier einfach direkt schon mal nach oben. Da fliegt's durch, genau. Nein, Ivo, bitte. Ich hab's schon wieder verpasst. Wo ist es denn? Da hinten ist es, aber es ist gerade gedespawnt. Nee, es ist nicht. Es fliegt noch. Aber wir fliegen auch runter. Warum fliegen wir denn runter? Wir kriegen das nicht. Ich wette, es wäre hier gelandet oder so. Boah, das ist aber auch scheiße hier. Ja, es ist wieder komplett weg. Es ist wieder komplett weg. Was eine Kacke. Boah, da kann das noch so gut laufen. Du machst einen Fehler. Oder du machst nicht mehr unbedingt Fehler. Ich esse super viele Yeo, Mann. Es ist nicht mehr unbedingt dein Fehler. Es ist, Ivo springt vielleicht manchmal einfach nur komisch. Und dann ist schon wieder vorbei. Dann kannst du es wieder sein lassen, weil das Ding wieder respawnt. Oh Mann, für ein billiges Tattoo, ehrlich. Na gut, was tut man nicht alles für die Vervollständigung, ne?
und wir wollen es uns ja auch alles angucken. Was ist denn jetzt hier los, ey? Ich dachte, hier oben war ich wenigstens euch Idioten los. Scheiß Pikinier. Halt die Fresse, Pikinier. Ey, au! Jetzt ist die Ausdauer alle. Boah, du gehst mir auf den Keks. Mann! Von da unten kommen wieder Leute? Ich habe keine Ahnung. Nee, von oben kommen wieder welche. Ach, die sind die gerespawnt? Kann das sein, dass die alle gerespawnt sind? Komm, ich hüpfe jetzt hier gleich runter. Und zimmer hier durch. So. Das geht hier nach oben. Dann geht es da nach oben. Und hier werde ich auch nach oben gehen. Da ist es. Ha! Ganz schön geschummelt, aber wir haben es. Gut, jetzt bringe ich mich noch irgendwie in Sicherheit. Der nächste Anhaltspunkt für mich ist nämlich dieses, Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, aber cool. Das nächste, was ich machen wollte, war nämlich das Würfelspiel dort. Um euch das vor allem auch nochmal zu zeigen, weil, wie das am Anfang jetzt immer aussieht. Weil wir ja da inzwischen schon zwei Dinger freigeschalten haben. Einmal habe ich ja komplett offscreen gewürfelt. Das würde ich dieses Mal auch machen. Nur den finalen Zug würde ich euch dann zeigen. Genau, und wir haben es geschafft. Wir sind außerhalb, wir haben das Tattoo. Und sind jetzt im Ragnarsson-Kriegslager. Können unsere Vorräte ein bisschen auffüllen. Bei dem musste ich ja was futtern. Haben wir hier irgendwie, irgendwo... Können alles Verbündete sein und hier ist ein Würfelspieler. Ja klar, warum nicht? Ah, Erlück. Siehst aus, als hättest du was drauf. Das werden wir sehen. Erlück. Also gut, dann mal los. Hervorragend. Warten wir nicht länger. Ja, wir warten nicht länger. So, dann guck mal. Jetzt haben wir hier noch das hier, wo man Rüstung entfernen kann. Das habe ich aus dem, in unserem alten Heimatdorf von dem Spieler. Da gab es das nämlich. Das haben wir ja zusammengeholt, das Ding. Das ist unser Standardding. Genau, wir starten das Spiel. Ist eigentlich scheißegal, wie ich anfange. Wir sehen uns wieder, wenn ich es geschafft habe. Zitat. Ivor, viel zu leicht. Zitat Typ. So ein Spiel. Wir müssen unbedingt wieder spielen. Vielleicht ein andermal. Bonusinformationen für euch. Ich habe zu spät auf... Ich habe zu spät gedrückt, dass wir weitermachen wollen, deswegen, naja, ja, deswegen gehen wir jetzt einfach zu Fuß dahin. Ja, und ihr habt den Endzug nicht gesehen und doppelte Bonusinformation für euch, ich habe die erste Runde versagt. Ich habe die erste Runde einfach verkackt. Ja, passiert. So, jetzt holen wir uns Plötze und reiten zum nächsten Artefakt, was hoffentlich nicht ganz so beschissen ist wie das Tattoo in der Festung, wo wir gerade waren. Da. Hüppel, 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 hüppel. So, das Gebiet ist verflucht. Okay. Hier haben wir wieder einen Fluch zu lösen. Dann wollen wir nochmal schauen, ob wir das hinkriegen. Logischerweise. Fluch ist da drin. Wir kriegen Pfeile, das ist auch schon mal gut. Und... Okay, wir können wahrscheinlich hier hoch. Nehme ich mir ganz stark an. Und dann haben wir von hier oben das Ding zu zerstören. Wenn ich es sehen würde. Wenn man es nur richtig sehen würde, ey. Ehrlich. Da ist es. Weg damit. So. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Ja. Das ist er wohl. Gut, dann hätten wir das. Und ich würde sagen,
Ich reite jetzt einmal noch dahin, weil es einfach 3 Stück sind. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Aber das ist irrelevant für euch. Und dann sehen wir uns hier oben wieder. Und ja, ich glaube, das machen wir heute noch alles in der Folge, oder? Es sind jetzt noch 3 Rätsel, 1 Schatz. Das kriegen wir hin. Das machen wir heute noch. Also, bis gleich. So, wir sind angekommen. Hier oben. Genau, dann steigen wir einmal ab und gucken, was der Typ von uns will. Na, was kann ich für dich tun? Mein Hasenkind, du darfst weiter keinen Schritt, teilst du die Losung mir nicht mit. Tritt beiseite oder du bekommst meinen Zorn zu spüren? Wo sind wir denn hier? Was ist das für ein Ort? Ein Ort für jene, die es wagen, sich des Nachts um Ruhm zu schlagen. Teilnehmen kannst du nur, wenn du die Losung nennst. Doch es deucht mich, dass du sie nicht kennst. Doch ich weiß, dass Erinnerungen schwinden. Darum kannst du hier einen Hinweis finden. Okay, ein Hinweis, ein Hinweis, ein Hinweis, ein Himbeereis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Was, ein Himbeereis? Nein, ein Hinweis. Da sind Pilze. Darum kannst du hier einen Hinweis finden. Ich will mein Himbeereis. Ich will mein Himbeereis eigentlich schon dringend. Hinweis. Bist du der Hinweis? Die Losung. Ich habe gelauscht und ich glaube, ich habe es verstanden. Wo bloße Faust blauäugig haust. Das muss die Losung sein, die man aufsagen muss, um in den PPP zu gelangen. Okay. Wo bloße Faust irgendwas haust. Nicht so flink, mein Hasenkind. Du darfst weiter keinen Schritt, teilst du die Losung mir nicht mit. Wo bloße Faust blauäugig haust. Wo bloße Faust blauäugig haust. Ah, scharfe Augen, ein gutes Gespür. Das brauchst du beides hinter dieser Tür. Geh hinein, probier dich aus. Doch pass gut auf, sonst trägt man dich raus. Okay, jetzt bin ich gespannt. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Vielleicht bringt dieser dich zu Fall. Man nennt ihn nicht umsonst den Wall. Edward aus Lincoln. Der gute Edward. Edward aus Lincoln. Ach, scheiße. Faustkampf. Ich hätte damit rechnen sollen. So, ist Ende? Ja, ist Ende. Dich kämpfen zu sehen, war mir eine Freude. Bittersüß wie das Ale, das ich niemals vergeude. Solltest du dich jemals nach Kämpfen verzehren, dann mach mir die Freude, hier wieder einzukehren. Alles klar. Vielen Dank, Kumpel. Was haben wir hier? Vermerke eines PPP-Mitglieds. Ich liebe es hier. Mit diesen Jungs herumzutoben, gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein, dazu zu gehören, Freunde gefunden zu haben. Prügeln wir aufeinander ein, bis uns die Birne brummt? Jo. Habe ich mittlerweile weniger Zähne als Finger? Ebenfalls ja. Doch jeder Kampf, so verschwitzt und blutig er auch sein mag, endet immer auf die nette Art. Man umarmt sich, klopft sich auf den Rücken, gibt sich einen Kopfstoß. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als hier. Na, ist das nicht schön? Wir haben... es nicht abgeschlossen. Wir haben es nicht abgeschlossen. Wir müssen mehr kämpfen. Wir müssen kämpfen. Ah, wieder zurück. Was? Lust auf mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so lange dauert. Aber ja, ich bin bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Du brauchst dich gar nicht sicher wähnen gegen diesen schnellen Dänen. Boller aus Kent. Okay, hallo Boller aus Kent. Hat er uns gerade mit seinem Arsch versucht? Was ist denn mit dem? Du hast doch Probleme, du Schlitzer. Du hast doch Probleme, Alter. Schnauze, du Schlitzer.
Blitzer, ich habe keine Ausdauer mehr. Du musst mich mal bitte sein lassen, ja? Danke. Danke, dass du mich so freundlich gewähren lässt. Was bist du für ein Hans? Was, ein Schwachkopf? Schlitzer, Vorsicht, Schlitzer, ich muss mal... Da war schon wieder die Arschgranate. Ja, keine Sorge, bin schon hier. Schlitzer. Aufs Maul, Alter. Und nu? Gegen wen jetzt? Ein Feigling. Ah, wieder zurück. Was? Lust auf mehr? Ja, ich will das Rätsel hier abschließen. Bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Die Zeit ist reif. Dein Kopf gleich dröhnt, wenn Silberzunge ihn verhöhnt. Nur ich verbleib, tu dir nicht weh. Hier ist der Held des PPP. Partizip, perfekt, passiv. Dickschädel. Au. Was den Scheiß, Alter? Dickschädel. Mitten in der Nacht. Das ist eine Knochenarbeit, die den stärksten Trucker schafft. Frag mich nicht, woher ich solche Lieder kenne. Wenn ihr sie kennt, dann werdet ihr wahrscheinlich genauso ein beklopptes Elternteil haben, das Tom Astor hört. Boah, ich liebe diese Fähigkeit. Stellt euch mal vor, wir hätten diese Fähigkeit nicht. Die hat uns schon... Also zumindest hier ist die Gold wert. Und auch im normalen Kampf hat die uns schon so oft den Arsch gerettet. Naja, den Arsch gerettet nicht, aber uns einen guten Vorteil verschafft. Noch nie fand ich mich in solchem Gefecht. Ich spüre deine Schläge noch immer nicht schlecht. Du stehst, so ich's denn richtig sehe, an der Spitze des PPP. Ich fühle mich geehrt, glaube ich. Geh nun in die Welt hinaus, sprich nur voll Stolz von unserem Haus. Erinnere dich in jeder Pause, dank uns lebst du in Saus und Braus. Leb wohl! Mach's gut! Weltereignis abgeschlossen. Fausttänze und verschwitzte Schwüre. Damit haben wir es geschafft. Und wie viele Dinger haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 3 Stück, die ich machen wollte, ne? Ja, 3 Stück, die ich heute machen wollte. Und wir haben hier jetzt noch eins aufgedeckt. Leute, ich glaube, das ist doch nichts mehr für heute. Das hat jetzt viel zu lange gedauert mit dem Boxkampf. Wir machen das hier alles am Anfang der nächsten Folge. Und dann werden wir so oder so mit den Söhnen Ragnars weitermachen. Und ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao. Oh, 2 Fertigkeitenpunkte.